In einem Podcast-Interview mit Alex Cooper hat Heidi Klum ein emotionales Geständnis gemacht. Sie wurde in einer früheren Beziehung über einen Zeitraum von 4 Jahren betrogen. Die sonst für ihre lebensfrohe und offene Art bekannte GNTM-Moderatorin zeigte sich dabei von einer ernsteren Seite. Klum sprach offen über ihr Liebesleben und erläuterte, dass Liebe allein nicht ausreicht, um eine ausgeglichene Beziehung zu gewährleisten. Sie sagte, ich hatte Beziehungen in meiner Vergangenheit, wo ich unglaublich geliebt habe und alles reingesteckt habe. Und manchmal realisierst du dann einfach, dass du nicht dasselbe zurückbekommst. Das Model wurde emotional und begann zu weinen, als sie über diese schwierige Phase in ihrem Leben sprach. Trotz der enttäuschenden Erfahrung und der schweren Zeit, die sie durchgemacht hat, bleibt Klum positiv und fokussiert sich auf die guten Aspekte ihres Lebens. Seit 2019 ist sie glücklich mit Tom Kaulitz verheiratet.